Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute ist Samstag, also ist Sammlungssamstag bzw. Shop My Stash Lottery Samstag. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe hier vor mir meine Box mit den entsprechenden Zettelchen. Dann habe ich hier meinen Laptop. Ja, und dann losen wir jetzt einfach mal zusammen mein Make-up aus. Es gibt in diesem Video auch noch was zu verlosen bzw. zu gewinnen. Und was es gibt und was du tun musst, kommt im Laufe des Videos. Sei einfach gespannt. Los geht's mit den Primern. Und da losen wir jetzt aus 40 Primern. Und ich ziehe die Nummer, upsala, 62 und da ich 40 habe, sind wir bei der Nummer 22. Jetzt ist hier auch noch so eine Ultrafliege im Raum. Egal, wir hoffen, dass wir, ja, dass die uns nicht allzu sehr nervt. Puck, die Stubenfliege. Und zwar habe ich hier von Kiko den Skin Tone Face Visage Primer. Der soll entsprechend den Hautton anpassen und Leute, er ist grün. Das heißt, er wird Rötungen ausgleichen. Und der ist einfach grün. Aber er ist auch schön feuchtigkeitsspendend und sehr, sehr angenehm auf der Haut. Er hat so ein, ich weiß nicht, jetzt wo es so wärmer ist, einen leicht kühlenden Effekt auf meiner Haut und das ist super angenehm. Ich finde nicht, dass ich jetzt irgendwie einen Grünschleier oder so im Gesicht hätte. Es ist einfach angeglichen. Das gefällt mir ganz gut vom Finish her. Foundations habe ich 43 und da ist das Interessante halt, dass ich sowohl Sommer- als auch Winter-Foundations habe. Aber ich kann das wohl angleichen. Und ich ziehe die Nummer 2. Die Bare Minerals Bare Pro Performance Wear Liquid Foundation hat einen Lichtschutzfaktor von 20. Und ja, die habe ich von der lieben Marion im Trash-Paket bekommen und kann sie heute das erste Mal austesten. Das ist die Farbe 07 Warm Light. Ich hoffe, das funktioniert. Die hat einen Pumpspender und explodiert ein bisschen. Huch! Die ist ziemlich flüssig und wird jetzt erstmal im Gesicht verteilt. Und ich glaube, das könnte passen von der Farbe her. Vielleicht ein kleines bisschen gelbstichig, aber wir kriegen das schon hin. Dieses Make-up darf übrigens heute so einen richtigen Härtetest mitmachen, weil es ist jetzt 3 Uhr. Gleich um 5 Uhr fahren wir zu meiner Tante und meinem Onkel. Die haben uns nämlich zum Grillen eingeladen, weil wir ein paar Mal auf den Hund Lilly aufgepasst haben. Wenn du mir schon mal Instagram folgst, dann hast du schon das eine oder andere Mal die liebe Lilly in der Story gesehen. Das ist die Freundin von Sammy. Kommen beide von der Arche for Dogs, also beide aus dem Tierschutz. Und die verstehen sich einfach so wundervoll. Und ja, die haben uns zum Grillen eingeladen. Wir werden erst ein bisschen spazieren gehen. Da werden wir auch am Wasser entlang gehen. Und ich blende mir die Foundation jetzt mit einem Beauty-Schwämmchen ein, das angefeuchtet ist. Genau. Und das heißt, wir werden uns draußen aufhalten. Wir werden, ich denke mal, viel lachen. Deswegen darf dieses Make-up dann ordentlich performen. Und ich hoffe, dass es jetzt auch gut wird. Ui, die Foundation ist ganz schön trocken. Das heißt, die trocknet schnell an und lässt sich dann recht schwer verteilen. Auch mit dem angefeuchteten Beauty-Schwämmchen. Holla die Waldfee. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit. Schnell noch einen Schluck Motivationskaffee. Ja, die Farbe passt auf jeden Fall. Bisschen gelbstichig für meinen Hautton, würde ich sagen. Ich finde die Foundation jetzt nicht so exorbitant toll, weil die macht jetzt nicht das Allerbeste, aber sie macht ein schönes Finish. Heißt, sie setzt sich jetzt nicht irgendwie blöd ab oder so. Sie verbindet sich ganz gut mit der Haut. Macht ein schönes, relativ natürliches Hautbild. Klar, ein bisschen muss ich dir den Hals runterblenden, weil die Farbe nicht hundertprozentig passt. Aber das ist immer schwierig bei mir, deswegen ist es für mich auch normal. Ja, es ist eine leichte bis medium Deckkraft, hätte ich jetzt auch gesagt, weil man sieht Sommersprossen, man sieht so ein paar Rötungen. Die trockene Nase ignorieren wir, da bin ich immer noch dabei, die so ein bisschen auszubalancieren, um das mal so zu sagen. Und ja, ansonsten gefällt die mir. Die ist von der Textur her auch sehr angenehm leicht. Die ist schön. 27 Concealer befinden sich in meiner Sammlung. Und ich ziehe die Nummer 29. Ist es eine 2 vorne? Ja. Die Nummer 29 und somit sind wir bei der Nummer 2. Hier habe ich den Catrice One Drop Coverage Weightless Concealer. Und zwar in der Farbe 003 Porcelain. Der hat eine wirklich hohe Deckkraft, deswegen braucht man da nicht allzu viel von. Der ist super flüssig. Die Pipette muss man dann immer wieder schütteln, bevor man ihn neu aufträgt. Und wie gesagt, der kommt in der Pipette daher. Den gebe ich mir vorsichtig unter die Augen.
und blende den dann mit dem Beauty-Schwämmchen ein. Der hat eine wirklich sehr, sehr hohe Deckkraft, lässt sich aber super schön und super schnell ausblenden und gefällt mir einfach auch richtig, richtig gut. Den gebe ich mir hier auch noch auf meine Rötung unten. Um die Nase versuche ich es, aber da ist nicht so viel zu retten mit Make-up und Concealer, weil es ist halt trocken. Und halt auf der Nase und zwischen den Augenbrauen. Ich hoffe, euch nervt die Fliege nicht so sehr wie mich. Also die ist ganz schön laut. Das ist so ein richtiger Brummer. Es befinden sich 32 Puder in meiner Sammlung. Und wir ziehen die Nummer 89. Somit sind wir bei der Nummer 25. Um mein Gesicht nun zu setten und zu fixieren, nehme ich hier von Riva Loves Me das Marshmallow HD Compact Powder. Das ist dieses hier. Das ist halt so mit 8 Gramm Puder drin, ne? Das ist ein krasser Oschi. Aber der riecht gut, der Puder, das Puder, den Puder. Der fühlt sich gut auf der Haut an und der macht auch ein schönes, sanftes Hautbild. Da gebe ich mir erst was auf mein angefeuchtetes Beauty-Schwämmchen, um es halt auf dem Concealer hier aufzutragen und meine untere Augenpartie damit zu setten. Und auch meine T-Zone. Und für den Rest meines Gesichtes nehme ich hier einen Puderpinsel von Real Techniques. Und fluffel einfach nur mal so ein bisschen leicht drüber. Die Foundation ist nämlich nicht so klebrig, das heißt, sie muss auch gar nicht so intensiv gesettet werden. Das ist sehr, sehr angenehm, da muss man nur einmal so ein bisschen rüberfluffeln mit wenig Produkt. Ich mag einfach das Finish, was dieses Puder halt auch macht, ne? Das ist schön. Ob ich jetzt eine Face-Palette verwenden werde oder Blush, Bronzer und Highlighter separat ziehen werde, entscheidet die Münze, die sich hier in meiner Hand befindet und fleißig hin und her geschaukelt wird. Kopf bedeutet, wir nehmen eine Face-Palette, Zahl bedeutet, wir nehmen Blush, Bronzer und Highlighter separat. Irgendwie ziehe ich bei sowas meistens Kopf. Ich weiß nicht warum, aber wir sind jetzt bei Kopf, das heißt Face-Paletten. Und davon habe ich tatsächlich 20. Wenn ich jetzt tatsächlich eine Face-Palette ziehe, wo entweder Blush, Bronzer oder Highlighter drin fehlt, dann kann ich ja nochmal ziehen für das Produkt, was quasi fehlt. Mein Spiel, meine Regeln. Ich ziehe die Nummer 19. Als Palette habe ich die YouStar Miami Vibe Palette gezogen. Das ist eine Highlight and Contour Palette. Die hatte ich im YouStar Adventskalender mit den Flamingos drin. Da haben wir 3 verschiedene Töne. Ein Highlighter, ein Bronzerton und ein Contouring-Ton. Mal gucken, ob ich ein bisschen Contouring machen kann. Dann nehme ich mir hier von BH Cosmetics so einen Pinsel, der eigentlich für Contouring ganz gut ist. Und dippe vorsichtig rein, da kriegt man richtig viel Produkt drauf. Und setze mir quasi hier ganz leicht die Kontur. Huhau! Möchte das halt nicht zu intensiv machen, weil wie gesagt, wir sind gleich noch unterwegs. Aber das sieht schon intensiv aus auf meinem hellen Häutchen, ne? Ich blende das auch so ein bisschen ein. Das ist halt ein sehr, sehr dunkler, sehr, sehr aschiger Ton. Aber wow! Es macht schon einiges aus, ja. Noch ganz zart hier oben konturieren, aber ich bin eigentlich weniger das Contour-Girl. Ich mache das lieber, dass ich halt bronze und mein Gesicht aufwärme. Kontur bringe ich eigentlich immer relativ wenig in mein Gesicht. Na, ich traue mich da nicht so ran. Ich nehme jetzt lieber den Bronzerton und den nehme ich hier mit meinem Puderpinsel von eben auf. Gehe da ein bisschen rein, klopfe ein bisschen ab und gebe den dann auch einfach über die Kontur. Aber das ist halt ein sehr, sehr leichter Ton. Also ich glaube, im Prinzip wäre es optimal, halt beide Töne in Kombination zu verwenden, also in beide Töne reinzudippen. Aber ich habe die jetzt nacheinander verwendet. Das geht auf jeden Fall klar. Aber es ist nur ein leichter Bronzer, den ihr jetzt wahrscheinlich auch in der Kamera nicht so intensiv sehen werdet. Ich sehe den ja selbst im realen Leben hier recht wenig. Ja, minimaler Effekt. Das Einzige, was ich habe, ist hier ein Fleck von dem Konturprodukt. Da in der YouStar Miami Vibe Palette leider nur Contour, Bronzer und Highlightertöne enthalten sind, ziehe ich jetzt aus 47 Blushes. Oh ja, und es ist die Nummer 1 geworden. Und das ist von Bare Minerals Gen Nude. Dieser hier, Pink Me Up, der war im Adventskalender mit drin. Und den trage ich mir mit so einem Blushpinsel auf. Mit ordentlich Kickback. Muss man ein bisschen aufpassen. Und den trage ich mich hier jetzt einfach auf meine Wangen und bringe wieder etwas Leben ins Gesicht. Denn ich finde, dass ich noch nicht so viel Farbe im Gesicht drin habe. Es ist eigentlich ein relativ matter Blush. Der jetzt nicht irgendwie ein Glow, minimal, aber ich glaube, das kommt eher von
irgendwas anderem, aber nicht von dem Blush, weil der ist ja eigentlich richtig, richtig matt, ne? Ja, der ist ganz süß. Ich gebe mir den jetzt auch ganz gerne über die Nase. Es ist Sommer, Leute. Man kann das machen. Er sieht auch recht natürlich aus. Also ich... was habe ich hier unten? Achso, Kabel. Hm. der sieht jetzt nicht aus, als würde ich mir mein Gesicht einfach zu pink machen, zu blushy. Es ist schön natürlich, gibt eine Frische und ja, man sieht nicht allzu geschminkt damit aus. Wir haben hier aber noch einen Highlighter-Ton drin. Der ist relativ dezent, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Da nehme ich den Kontopinsel, den ich eben hatte. Den habe ich jetzt gerade noch ein bisschen sauber gemacht. Und trage mir den Highlighter hier so auf. Das ist halt so ein wirklich, ja, ein Alltags-Highlighter, ne? Den kannst du schön im Alltag tragen. Der hat nicht so super viel Bums drin. Und man kann ihn halt gut mit so einem festgebundenen Pinsel auftragen, wenn man dann halt ein bisschen mehr Pigment aufnimmt. Ich klopfe den halt auch ein bisschen ab, weil ich halt nicht möchte, dass ich dann den Highlighter wirklich überall im Gesicht habe. Weil klar, wenn du einen Pinsel hast, wo du ordentlich Produkt drauf hast, verteilst du das auch mehr im Gesicht, weil das ja auch Fallout hat, ne? Augenbrauenprodukte habe ich 19. Also, upsala, Farben. Jetzt ist einer runtergeflogen. Das ist immerhin Ohm, den nehmen wir doch einfach mal. Was ist der denn für eine Nummer? 53. Wenn er schon so aufdringlich ist, dann nehmen wir ihn. Das heißt, wir sind bei der Nummer 15. Bei den Augenbrauen hat sich das Los für den Revolution Pro Augenstift entschieden. Ich glaube, den hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal öfter gezogen. Der hat einen Spoolie hinten dran und auf der anderen Seite einfach eine Mine zum Rausdrehen. Und der ist ein bisschen dunkel. Da muss ich aufpassen. Und sehr, sehr cremig. Was wahrscheinlich auch jetzt an den ziemlich warmen Temperaturen liegt, die hier herrschen. Ja, und es ist halt auch ein bisschen zu rötlich, muss ich sagen. Aber du, ne? Man kann es tragen, finde ich. Ja, bei den Augenbrauen sieht man heute tatsächlich, dass ich geschminkt bin, ne? Aber na, gut. Das ist der Augenbrauenstift. Augenbrauengele habe ich mittlerweile 9 Stück. Und ich ziehe die Nummer 23. Das heißt, wir sind bei der Nummer 5. Um die Augenbrauen nun zu fixieren, habe ich hier von I Heart Revolution aus der Tasty Avocado Reihe oder aus der Tasty Reihe das Avocado Augenbrauen Gel. Mit seinem kleinen Minispoolie kommt es in die Augenbrauen, um sie zu fixieren. Ich kämme die immer hoch und dann gehe ich da oben drüber und lege sie alle wieder runter. Damit sie halt ein bisschen Volumen geben, aber halt nicht jetzt in alle Richtungen stehen. Das ist so mein Eyebrow-Style. Tada! Augenbrauen am Start. Augenprimer darf auf gar keinen Fall fehlen und davon habe ich 10. Und da ziehe ich die Nummer 12. Somit sind wir bei der Nummer 2. Übrigens kannst du in diesem Video dieses Set hier gewinnen. Das besteht aus einem Make-up Obsession Baking Powder, das Baking Primer Oil dazu, dann von The Body Shop ein Lippy, von Nutraskin ein Hyaluronwasser, von Greenline eine Dusche und eine Wimpernzange von L'Oreal. Alles, was du dafür tun musst, ist ganz einfach. Schreib mir einfach einen lieben Kommentar unten in die Kommentare und beginne dies mit dem Buchstaben P. Als Lidschattenbase habe ich die Eye Foundation von Catrice gezogen. Das ist diese hier, die ich von der lieben Alina einmal im Tauschpaket bekommen habe. Und ja, das ist einfach hier mit so einem Füßchen und das kommt auf meine Augenlider. Ich finde die relativ trocken tatsächlich, aber ich glaube, die soll auch mattierend sein oder so. Das ist waterproof. Die ist relativ durchsichtig, aber sie ist eine gute Augenprimer-Geschichte. Sie deckt ganz, ganz leicht meine Äderchen oben auf den Augenlidern ab und verhindert ganz einfach, dass mein Lidschatten sich mit der Zeit in meine Crease, also in meine richtige Lidfalte, reinsetzt. Lidschattenpaletten kommen und gehen bei mir. Aktuell habe ich 93. Das heißt, wir haben auch 93 Zettelchen hier drin. Und ich ziehe die Nummer 85. Die Lidschattenpalette, die ich gezogen habe, ist von Urban Decay die On the Run Detour Palette. Oder Detour, Detour on the Run, keine Ahnung. Die ist auf jeden Fall schön. Diese 8 Farben sind sowohl matt als auch schimmernd und relativ gut pigmentiert. Also muss ich da ganz vorsichtig mit arbeiten. Den Ton Off the Grid, das ist so ein ganz, ganz heller, matter Ton, wird genommen, um meine Lidschattenbase einmal zu setten. Escape, das ist auch wieder ein matter Ton, etwas fuchsig, rötlich, heller. Kommt vorsichtig in meine Lidfalte, beziehungsweise ein bisschen oberhalb, weil ich ja ein Schlupflid habe. Und da kann ich ja nicht meine Lidfalte in die Lidfalte setzen, weil man sie einfach nicht mehr sehen würde. Dieser dunkle Ton Confidential kommt erst hier unten an den Wimpernkranz
nach außen hin und wird dann nach oben in die Lidfalte verblendet. Das verleiht dem Auge einfach noch ein bisschen mehr Tiefe und öffnet es optisch auch noch ein bisschen mehr. Der Ton Dash ist Butter, Butter, Butterzart und der kommt auf mein komplettes bewegliches Lid. Der hat jetzt ein bisschen Vorlaut, weil ich ihn mit dem Pinsel aufgenommen habe. Aber er lässt sich wundervoll mit dem Pinsel auftragen, weil er so schön weich ist. Switchback ist dieser unfassbar schön eisige Ton. Und der kommt als Kontrast in den Innenwinkel. Boah, ist eigentlich eher ein Ton, was man so zum Toppen nimmt, aber ich finde den so schön. Irgendwie passend, deswegen kommt er da jetzt rein. Der ist nicht ganz so butterig wie der Dash, den ich eben verwendet habe. Und hat auch nicht so viel Pigment, aber das ist nicht schlimm. Ansonsten könnte ich ihn nicht als das verwenden, als dass ich ihn gerade verwende. Den Ton Plunge, das ist so ein schöner, ja, petrolfarbener, dunkelblau Schimmer. Nehme ich mir wieder mit dem Smudger vorsichtig auf und den gebe ich mir an den unteren Wimpernkranz. Der verbindet sich dann so schön mit dem Inner Corner Highlight, das finde ich echt schön. Und das ist schon der Look, den ich mit der Palette jetzt schminken würde. Ich habe jetzt so keinen Fallout, nicht wirklich, nö. Gefällt mir. Wird ja gleich noch bunter, Leute. Denn ich habe einen ganz tollen Augenstift gezogen. Augenstifte habe ich 31. Und ich ziehe die Nummer 39. Damit sind wir bei der Nummer 8. Ja, denn der Augenstift, den ich gezogen habe, ist blau. Ja, ich habe mir gedacht, das wäre ganz witzig, wenn ich den jetzt nach oben hingebe. Ich hoffe, dass das hinhaut. Und zwar ist der von Dr. Pierre Rico, der Eye Pencil. Der ist blau. Einfach blau. Den gebe ich mir einfach an meinen oberen Wimpernkranz und ziehe mir sogar einen kleinen Mini-Wing damit. Wie trägst du deinen Eyeliner auf? Ich lasse immer meine Augen so ein bisschen offen, gucke halt mit beiden Augen in den Spiegel, damit ich halt genau weiß, wo ich malen kann. Manche machen das ja mit geschlossenen Augen, manche ziehen dann ihre Augenlider so zur Seite. Ich mache das halt echt mit dem offenen Auge, ne? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ja, und das wäre jetzt halt der Eyeliner, den ich jetzt damit gezogen habe. Es ist doch bunt geworden, aber dadurch, dass ich auf dem Lid an sich etwas braun und gold geblieben bin, geht das auf jeden Fall klar, finde ich. Ja, mir gefällt's. Fixing Sprays habe ich 16 und ich ziehe die Nummer 14. Fixieren werden wir das Ganze mit dem Too Faced Hangover 3-in-1 Prime Set and Refresh Spray. Das fühlt sich auf jeden Fall sehr angenehm an. Und das werde ich jetzt... Oh, das riecht gut. Riecht schön süß mit dem Schwämmchen. Ein Tarpon. Das ist mir echt tatsächlich jetzt heute ein bisschen wenig Highlighter und ein bisschen wenig Bronzer. Vom Blush her finde ich das in Ordnung, aber ich glaube, ich nehme jetzt noch ein bisschen den Highlighter und gebe ihn jetzt drüber, weil... Jetzt ist die Base ja so schön feucht und dann kann man das ja schön machen. Ne? Dann baue ich den noch ein bisschen auf, komm. Weil wenn ich so ein Augen-Make-up habe, dann kann man auch ein bisschen Kabuff beim Highlight setzen. Ja, ist schöner, oder? Den kann ich auch direkt als Augenbrauen-Highlight nehmen. Denn dafür sind mir die Farben in der Palette etwas zu bunt. 37 Mascaren habe ich, so viel braucht kein Mensch. Und ich ziehe die Nummer... Na. Ganz nervös, voll am Zittern hier. Nein, alles gut. Kaffeeentzug. Ich habe die Nummer 11 gezogen. Als Mascara habe ich die Exception Eyes von Douglas. Das ist die 5-in-1 Volumizing Mascara. Defines Curves, Lengthens, Thickens and Intensifies. Ja, die war im Adventskalender, die ist hübsch. Die hat ein Gummibürstchen, was mich auch ein bisschen an die von Chanel, glaube ich, erinnert. Riecht ein bisschen nach Mandel, das ist sehr, sehr angenehm. Aber bevor ich die auftrage, werde ich meine Wimpern curlen. Nehme ich meine Brushworks Wimpernzange. 5 Euro, Leute. Das ist total günstig. Gibt es bei Look Fantastic, kann ich euch nur empfehlen. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht.
Also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass diese Mascara unfassbare Wimpern macht. Ich finde, dass sie solide ist, ja. Ich finde, dass sie auch ein schönes Ergebnis macht. Ein alltagstaugliches Ergebnis. Aber es ist jetzt kein Wawawum, dass ich jetzt sage, oh mein Gott, 5 in 1, ja, absolut. Also nee, ich weiß gar nicht, ob die Mascara überhaupt bei mir bleiben wird, weil ich die doch eher langweilig finde, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Aber jetzt so im Gesamtkonzept sieht mir das, also ich habe die Lippen ja noch nicht gemacht, aber das sieht schon mal ganz gut aus. Das gefällt mir schon mal. Ich finde auch nicht, dass das Augen-Make-up jetzt zu bunt aussieht. Das gefällt mir wirklich ganz gut. Lip Liner habe ich 25 und ich ziehe die Nummer 93. Somit sind wir bei Nummer 18. Da habe ich mir den Lip Liner von Manhattan hier gezogen. Ich weiß leider nicht, welche Farbe das ist. Ich nenne das immer das warme Braun. Der Extreme Last Lip Liner habe ich mal von der lieben Lea geschickt bekommen. Und ja, der ist einfach braun. Passt jetzt auch zum Augenlook. Und ich glaube, der hat einen leichten Schimmer mit drin, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich den jetzt auf die ganze Lippe auftrage, sieht man so einen metallischen Schimmer. Das wird jetzt von der Farbe her schon mal klar gehen, aber ich würde Lip Liner eher selten solo tragen, weil mir das dann doch ein bisschen zu trocken ist. Ich nehme jetzt die Lippengeschichte, die ich gezogen habe. Tja, Lippenprodukte haben sich ganz schön vermehrt bei mir, sodass ich ja auch hier unten mal anbauen musste. Da habe ich jetzt 78. Und ich ziehe die Nummer 21. Interessanterweise auch wirklich passend von Fenty Beauty den Fenty Glow in der Farbe Gloss Bomb oder Gloss Bomb in der Farbe Fenty Glow. Den habe ich von der lieben Mrs. X mal geschickt bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich muss so oft an sie denken. Ja, hat ein Oschi-Füßchen. Und der macht tatsächlich den Look, also die Lippen machen jetzt den Look überhaupt zu einem Abendlook, Ausgelook, ich weiß es nicht. Ich finde den auf jeden Fall richtig, richtig schön und mir gefällt das einfach, ne? Wahrscheinlich hätte jetzt zu dem Augenlook eher ein Lippenstift gepasst, der sich etwas mehr zurückhält, der etwas natürlicher ist. Aber trotzdem gefällt mir der Look. Also da muss ich wirklich sagen, die Base gefällt mir wirklich gut, weil sich das nicht so trocken anfühlt. Es ist alles sehr schön miteinander verbunden und auch der Augenlook gefällt mir. Das Einzige, wo ich ein bisschen sage, so, sind die Augenbrauen und die Mascara. Alles andere finde ich voll gut. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!